Keinen einzigen Fußballschuh länger als 10 Spiele und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1 und heute geht es speziell um Neymar, denn hier gibt es ein kleines Jubiläum, ein Jahr bei Puma, ihr habt es gehört, kein Fußballschuh länger als 10 Spiele getragen, genau darum geht es im heutigen Video. Wir wollen uns nämlich heute mal die bisherigen Neymar Fußballschuhe bei Puma anschauen. Der Wechsel von Neymar weg von Nike hin zu Puma klingt tatsächlich einer Sensation in der Welt der Fußballschuhe. Deshalb wollen wir uns heute die gesamten Fußballschuhe von Neymar heute anschauen, denn meine Sammlung ist so ausgefüllt, dass wir alle Fußballschuhe von Neymar bei Puma in einem Video zeigen können. Denn ein Jahr bei Puma ist auf jeden Fall einiges passiert. Puma hat hier definitiv Vollgas gegeben, weshalb wir uns genau diese Kollaboration zwischen Neymar und Puma heute mal genauer anschauen. Starten wir also rein in die kleine Puma-Boot-Historie und ihr seht's, der erste Fußballschuh definitiv ganz speziell, weil hier sehr, sehr wenige mit gerechnet hätten, dass Neymar tatsächlich diesen Fußballschuh bei Puma als erstes trägt. Den Puma King Platinum für euch nochmal hier ganz kurz im Detail. Ist ein sehr simpler, sehr klassischer Fußballschuh, eigentlich wenig auffällig und deshalb auch die Überraschung, dass Neymar diesen Schuh hier spielt. Ein wahrer Klassiker bei Puma, über 70 Jahre lang schon dabei, unter anderem Pelé, Maradona, Lothar Matthäus und haben diesen Fußballschuh gespielt und eben auch Neymar, genauer gesagt 5 Spiele, da hat er auch 5 Tore und 3 Assists erzielt, also definitiv ein sehr, sehr guter Start, was die Historie bei Puma angeht. Und auch für mich sehr cool, dass ich den in der Sammlung habe, denn er ist direkt ausverkauft gewesen. Das war ganz speziell beim Puma King Platinum. Der hat nicht allzu viel Aufmerksamkeit bekommen. Plötzlich Neymar hat ihn am Fuß und zack, ausverkauft. Mittlerweile findet man ihn bei Resellern ab 400 Euro. Sprich, der Wert hat sich schon verdoppelt innerhalb von einem Jahr. Deshalb wird dieser Fußballschuh definitiv weiterhin in meiner Sammlung bleiben. Und dann war es endlich soweit. Wir durften ihn auch tatsächlich als erster deutscher YouTube-Kanal testen. Und zwar rausgekommen ist der Puma Future Set 1.1 Teaser. Das war dann das erste Modell, das wirklich zu dieser neuen Future-Reihe rauskam. Limitiert auf 146 Stück und nur am Fuß von Neymar zu sehen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Damit hat Puma auf jeden Fall eine absolute Aufmerksamkeit geschaffen für diesen Fußballschuh. Kam damit in Champions League zum Einsatz, hat damit auch dann 7 Spiele absolviert, dabei 4 Treffer gemacht und 3 Assists, also auch hier auf jeden Fall abgeliefert. Ist immer noch mit eines meiner Highlights, was die Neymar-Reihe bei Puma angeht. Man hat hier das Fusion Fit in richtig auffälligen Neon-Gelb gemacht. Finde ich sehr, sehr cool, vor allem die Innenseite. Ich zeige es euch ja auch nochmal im Detail. Hier die Innenseite sieht einfach sehr, sehr geil aus. Generell hat man hier sehr, sehr viele auffällige Muster am Schuh untergebracht, einfach um diesen Teaser-Charakter nochmal ja, auf den Schuh unterzubringen. Finde ich sehr, sehr geil, deshalb hat mich auch mega gefreut, dass ich den in meiner Sammlung hatte. Als einziger YouTube-Kanal durften wir den für euch vorab testen, das heißt, macht ordentlich well, dass wir weiterhin solche Möglichkeiten bekommen. Weiter ging es dann mit dem ersten regulären Colorway der Future-Reihe, und zwar der Future 1.1 in diesem sehr, sehr auffälligen Colorway. Hat mich aber ehrlich gesagt eher enttäuscht, was die Farbe angeht. Vor allem nachdem das Teaser-Modell rauskam, waren natürlich meine Erwartungen sehr, sehr hoch. Dann kam, wie gesagt, dieser Fußballschuh raus. Damit hat Neymar 5 Spiele absolviert, 2 Tore und 1 Assist. Also auch diesen Fußballschuh, obwohl es ein reguläres Pack war, sehr, sehr kurz nur am Fuß von Neymar. Da sieht man so, wie schnell das Ganze eigentlich ist in der Welt der Fußballschuhe. Wie gesagt, hat es mich von der Optik nicht ganz so gereizt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich cool, dass ich hier die vollständige Neymar-Reihe in meiner Sammlung habe. Und auch dieser gehört natürlich dazu. Haben wir für euch dann auch ausführlich getestet, sogar laceless, weil Marco Reus ihn zwischenzeitlich sogar mal ohne Schnürung getragen hat. Aber nicht unbedingt der spektakulärste in der Sammlung, was die Neymar-Fußballschuhe angeht. Deshalb geht es jetzt weiter. Kommen wir zu einem meiner absoluten Highlights, und zwar dem Puma Future Set Creativity. Der kam sehr, sehr überraschend raus. Kurz vor der Champions League Phase, beziehungsweise in der Champions League Phase und hat eine absolut kranke Optik. Auch hier nochmal ganz kurz im Detail. Man sieht hier sehr, sehr viele Farben im Schuh untergebracht. Von der Innenseite natürlich wieder sehr, sehr geil gemacht. Auch diesen Fußballschuh hatten wir glücklicherweise für euch hier im Playtest. War auch wieder direkt ausverkauft, ist mittlerweile immer noch vergriffen, wird nicht mehr produziert, deswegen ein absolutes Sammlerstück. Auch diesen Fußballschuh haben wir noch sehr, sehr kurz am Fuß von Neymar gesehen und zwar genau 2 Spiele, 1 Tor und 1 Assist, denn dieser Fußballschuh kam kurz bevor der nächste kam. Das war sehr ungünstig meiner Meinung nach.
denn ich fand den Schuh sehr, sehr cool, aber er war einfach unglaublich kurz nur am Fuß und schon wieder der nächste Schuh für Neymar. Da sieht man, dass Puma einfach Vollgas gegeben hat, das Maximale aus Neymar rausholen wollte und der Future Set Creativity, meiner Meinung nach, hätte ich ihn sehr, sehr gerne länger am Fuß gesehen. Nichtsdestotrotz ein ganz spezieller Fußballschuh und auch definitiv einer meiner Highlights in der bisherigen Kollaboration Neymar und Puma. Kommen wir zum besten Colorway, was die Puma Future Reihe angeht, was reguläre Colorways sind. Und das ist dieser hier, der Puma Future Set Spectra. Den hat Neymar tatsächlich auch 8 Spiele lang am Fuß gehabt. Das ist schon wirklich die Ausnahme. Sieht optisch extrem cool aus. Auch hier nochmal für euch kurz im Detail. Den haben auch sehr, sehr viele kaufen wollen, war auch relativ schnell ausverkauft. Aber für euch eine coole Info, wir haben ihn tatsächlich wieder im Restock unten verlinkt. Aktuell 50% Rabatt, nur noch wenige Größen. Falls ihr euch also diesen Schuh zulegen wollt, seid auf jeden Fall schnell. Und das war nämlich bisher auch das beliebteste Colorway, was den Future Set angeht, von den Verkaufszahlen her. Kann ich definitiv nachvollziehen, war auch sehr lange, 8 Spiele im Einsatz. Lange ist jetzt übertrieben, aber 8 Spiele ist schon mal auf jeden Fall eine Hausnummer bei Puma und Neymar. Habe ich mega gefeiert, dass dieser Fußball schon in diesem simplen Colorway rauskam, dennoch optisch auffällig war, aber wirklich sehr, sehr clean von Puma. Und ja, seitdem war natürlich der Druck gegenüber Puma sehr, sehr hoch, dann nochmal so ein cooles Colorway rauszubringen. Meiner Meinung nach ist es nach dem Spectre Pack aber nicht mehr gelungen. Kommen wir zu einem weiteren Signature-Schuh, und zwar dem Puma Future Set Copa America. Auch einer meiner Highlights, definitiv in den Top 3. Ihr könnt natürlich eure Reihenfolge mal unten in den Kommentaren da lassen, welcher Neymar Fußballschuh landet bei euch auf welchem Platz. Bei mir tatsächlich auf Platz 2 dieser hier, Platz 1 der Teaser, Platz 3 der Creativity. Eure Reihenfolge gerne unten in den Kommentaren da lassen. Dieser Fußballschuh aber wirklich extrem detailreich, extrem heftig aufgemacht, zumindest meiner Meinung nach. Wir haben natürlich hier die Farben der brasilianischen Nationalmannschaft, denn auch diesen Fußballschuh hat Neymar tatsächlich 8 Spiele lang getragen. Und das natürlich bei der Copa America. Meiner Meinung nach einer der Highlights, was Puma gemacht hat, passt nämlich sehr, sehr gut zu diesem brasilianischen Vibe und natürlich auch zum Trikot. Deshalb musste ich mir diesen Fußballschuh auch sichern. Hat auch nur 199 Euro gekostet, nur als Anführungszeichen, aber für einen Top-Performance-Schuh aktuell eher günstig im Vergleich zu Adidas oder Nike. Mittlerweile auch ausverkauft, das heißt auch hier hat die Neymar PR-Masche mal wieder zugegriffen und auch dieser Fußballschuh definitiv in meiner Sammlung untergebracht. Vor allem die Schnürung hat es mir angetan mit diesen zahlreichen Details mit Dream Chaser, genauso auf der Innenseite das brasilianische Logo fast schon und generell die bunten Farben, aber als weißer Fußballschuh absolutes Highlight. Kommen wir zum aktuellen Schuh und das ist nämlich dieser hier, der Puma Future Set Faster Football, die 1.2 Variante, sprich die zweite Generation des Puma Future Sets. Hier hat sich aber eigentlich nichts verändert, bis auf die Gripstruktur im Vorderfuß, ist also eigentlich nicht nötig gewesen, hier Namen zu ändern, aber natürlich im schnelllebigen Fußballgeschäft muss man hier schnell reagieren, neuen Fokus setzen. Deshalb hat sich Puma entschieden, den Schuh in 1.2 umzunennen. Musste meiner Meinung nach nicht sein. Ich finde auch die Farbe nicht ganz so cool im Vergleich zum letzten regulären Pack. Wie gesagt, das Spectra Pack hat natürlich die Messlatte ganz nach oben gesetzt. Deshalb muss ich sagen, dass ja, meiner Meinung nach hier nicht die beste Farbe im Schuh untergebracht ist. Finde ich ein bisschen zu bunt. Falls man natürlich ein blaues Trikot hat, passt es natürlich sehr, sehr gut. Aber aktuell am Fuß von Neymar, die letzten 3 Spiele, wird natürlich jetzt noch länger an seinem Fuß sein, bis natürlich wieder das nächste Pack kommt. Ich hoffe natürlich bald mal wieder einen Signature-Schuh. Aber bis dahin wird, wie gesagt, dieser hier, der Puma Future Set 1.2 am Fuß sein, was auch aktuell der letzte Schuh ist in unserer Reihe und damit die komplette Puma Future-Reihe von Neymar in einem Video. Das war es auch schon wieder zum heutigen Video zu den Neymar-Fußballschuhen. Euer Favorite. Gerne mal in den Kommentaren da lassen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Falls ihr keine Videos verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, ist kostenlos und unterstützt meine Arbeit enorm. Außerdem, falls ihr euch einen dieser Neymar Fußballschuhe zulegen wollt, gerne den Link unten in der Beschreibung auschecken. Dort gibt es, wie gesagt, die noch verfügbaren Modelle als Deals verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und tschüss.